Willkommen hier wieder zurück zu The Legend of Zelda of Wisdom. Hyrule Farm, Schloss Hyrule. Wo will ich denn jetzt am besten lang? Eigentlich gehe ich nach da oben. Und mich hat dieses Dorf jetzt hier auch interessiert, ne? Deswegen bin ich eigentlich hierher. Ich habe das Falsche gedrückt. Nein, das wollte ich. Schwertmoblin. Schwingt wild sein Schwert umher. Starker Reviertrieb schließt sich oft zu kleinen Gruppen zusammen. Komm, wirf ihn ab. Ah. Mach den platt. Ja, genau. Ja, wunderbar. Komm. Schön mit. Greif ihn an. Greif ihn an. Los. Und nochmal. Yes! Wir haben ihn. Und das ist die Kiste für uns da. Und was haben wir da? Ein Monsterstein. Hm. Und wir erhalten Rubine. Nein, wir erhalten 10 Milch. Das ist ja schon mal etwas. Naja, jedenfalls etwas. Und die letzte Kiste. Ach Mist. Nichts drin. Ah, ich bin so neugierig, was ist alles hier, aber ich muss eigentlich in eine andere Richtung. Wow. Mach die mal platt. Wow. Ui, da bin ich ja rechtzeitig noch der Schlange ausgewichen, ja? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier nicht weiter. Das wäre nämlich fatal. Wir gehen oder versuchen nach rechts oben zu gehen. Selbst wenn hier ein Riss ist und ich gerne in diesen Riss rein würde. Hier kommen wir Richtung Schloss Hyrule. Das hat nicht funktioniert. Na komm, den machst du doch platt. Danke. So. Und dann etwas ganz Wichtiges. Guai, gemerkt. Kreist geduldig über der Ebene von Hyrule, um dann blitzschnell Beute mit seinem Schnabel aufzuspießen. So, aber eigentlich wollte ich den gar nicht, danke. Ihr habt das nämlich mir geraten, das sollte ich mal ab und zu machen, weil das würde mir einiges erleichtern. Einfach mich schlafen legen. Klar, logisch. Du willst Herzen auftanken, dann leg dich schlafen. Ach so, okay. War ich hier oben schon drauf? Weiß ich gar nicht. Ach Quatsch, immer drücke ich die falsche Taste. Ja, schön erwischt. Greif diesen blöden Vogel an. Danke. Und hier haben wir Blumennektar.
Oh oh. Puh, diese Ebene ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Im westlichen Teil der Ebene haben wir überall die Fahndungsplakate aufgehängt, aber Prinzessin Zelda wurde noch nicht gefunden. Gerade sollten wir die Prinzessin noch retten und jetzt sollen wir sie auf einmal einfangen. Da fragt man sich schon, was unsere Vorgesetzten sich dabei denken. Ich will ja auch nicht glauben, dass sie irgendwelche Missetaten begangen hat, aber Befehl ist Befehl, oder nicht? Ja, hast ja recht. Das Dörfchen Quist Heaven im Osten haben wir schon abgeklappert. Das war ein Schlag ins Wasser. Sehen wir uns noch etwas hier um. Hi. Ich will erstmal nicht mit denen reden. Könnte hier noch irgendwas sein? Link, das bist du, oder? Ich bin vor Monstern umzingelt. Bitte erledige sie. So wie du das immer tust. Ach, Mann. Was mach ich glatt? Oh, du bist ein Held. Und da kommt eine Katze. Ernsthaft? Komm, mach ihn platt. Danke. Vielen Dank, Link. Moment, du bist gar nicht Link. Also entschuldige bitte. Wegen der Kapuze habe ich dich verwechselt. Man ist mir das peinlich. Bitte verzeih mir. Ach ja, ich komme aus dem Sodelia-Sorf. Mein Name ist Afok. Was macht die Katze da? Ich war so sehr ins Grasmin vertieft, dass ich bis ins Sodelia-Grasland gekommen bin, ohne es so richtig zu merken. Ich war auf halbem Weg, das Grasland komplett zu entgrasen und urbar zu machen. Aber anscheinend hatten diese Monster etwas dagegen. Vielleicht hat es auch was Gutes, dass sie mir eine Grenze aufgezeigt haben. Also nochmal danke. Es ist nicht viel, aber bitte nimm das hier als Belohnung an. 20 Rubine. Ich bin zufrieden. Dieser Link, für den ich dich gehalten habe, war übrigens ein super starker Schwertkämpfer aus unserem Dorf. Er hat uns alle immer wieder aus der Not gerettet, bevor er dann zu einer Reise aufbrach, um ein großes Ungeheuer zu besiegen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so unerschrocken für das Gute gekämpft hat. Nun ist er schon eine Weile fort, aber ich bin sicher, es geht ihm gut. Falls du auf deinen Reisen einen jungen Schwertkämpfer mit grünem Gewand und Kapuze begegnest, könntest du ihm etwas ausrichten. Alle im Sodelia-Dorf warten sehnsüchtig auf seine Heimkehr. In höchster Bedrängnis abgeschlossen. Okay. Katze, du nervst! Ah, das schaffe ich nicht. Okay. Da oben ist was. Da könnte ich raufkommen. Und zwar... Nee, wartet mal. Da brauche ich das andere Bett für. Oder habe ich dafür schon genügend? Ah, ich weiß es nicht. Wo ist das Bett? Da ist es. Dann mache ich das anders. Warte mal, wie kann ich das am besten angehen? Wo komme ich hier am besten hoch? Hier komme ich am besten hoch. Oder auch nicht. Wartet. Muss ich doch anders machen. Die Kiste ist so hoch. Der Baum ist so hoch. Das heißt... So. Mit zwei Trampolinen könnte ich da raufkommen. Okay. Machen wir jetzt den Baum dahin. Nee, das geht auch nicht. Ich
komme nicht 2 hoch. Ich bräuchte irgendwie was anderes. Ja, klar. Nein. Genau, das ist die Lösung. Krabbel da mal hoch. Danke. Egal. So. Oh oh. Hier sind ja wieder ein paar. Schön, schön. Komm, und jetzt den anderen da. Ja, komm, du kriegst es eh wieder nicht hin. Könntest du ganz kurz die Spinne da erledigen? Danke. Glück. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube, so ein Octorok habe ich schon. Wobei, mich würde ja mal was interessieren. Jetzt habe ich doch schon so ein Octorok, ne? Wie schnell schießt der? Kann man die auch übereinander stapeln? Tatsache. Nice. Ich kann ja auch ins Wasser packen. Und da ist eine Höhle. Why not? Ja, bitte, 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 bitte. Jawoll. Krabbel auch. Dann krabbel weiter. ...50 Rubine erhalten. Das ist das, was man sehen will. Problem ist, jetzt sind die Gegner wahrscheinlich wieder alle da. Gehe ich mal von aus. Nee, sind sie noch nicht. Okay. Frage, will ich jetzt hier runter? Liberys Haus. Habe ich denn schon genügend, um das Schwert aufzuwerten? Ah, da, 14. Ich könnte das Schwert aufwerten. Dann macht das doch Sinn. Ja, dann kann ich auch schnell zu Fuß hingehen. Habe ich die nie entdeckt? Oh Mann. Das war jetzt echt, keine Ahnung. Was gibt's? Erzähl mir, was soll ich jetzt tun? Nichts. Ah, ich werde euch... Ihr werdet auf euren Reisen auf viele Prüfungen gestellt werden. Doch verzagt nicht. Was möchtet ihr verbessern? Energialeiste auf Level 2. Das Schwert verbessern. Level 2 die Energialeiste. Dann hätte ich länger was von ihm. Okay. Dann machen wir die Energialeiste. Hat Level 3 erreicht. Ja, schon viel besser. Viel besser. Ah, mehr geht auch gar nicht. Sag mal, Katze, jetzt nervt es aber. Wie oft willst du hier noch langlaufen? Katzen. Katzen einfach. Katzen. So, jetzt müssen wir nach da oben rechts. Ich könnte auch da nach oben rechts, aber nee, ich will hier...
Vielleicht ist auch hier unten noch was. Gut, dann haben wir die wieder. Komm. Wie der schläft. Ich werde angegriffen, aber von wo? Ich müsste gucken von wo, aber da müsste ich mich bewegen. Nö, 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 nö. Danke. Okay, hier müsst ihr einfach nur rüber. Das sollte eigentlich ein leichtes sein. Machen wir es halt so. War ich schon, ne? Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. So, machen wir's so. Oh, die Kiste ist wieder da? Finde ich ja sehr nice, dass die Kiste wieder da ist. Komm, jetzt kriegst du den alleine. Ernsthaft? So. Danke. Aber es ist ja praktisch, dass die Kisten immer wieder da sind. Also ich war der Meinung, ich hätte die Kiste definitiv eingesammelt. Klar, es ist nur eine Traube, aber trotzdem. Ich war definitiv der Meinung, dass ich die eingesammelt hatte. So. Hier waren wir in unserem ersten Dungeon und dann können wir jetzt hier auch weiterkommen. Oder auch nicht. Oder ist das jetzt hier ein normaler Dungeon? Das ist einfach gar nichts. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier oben lang. Da ist ein Stempel. Ich weiß zwar immer noch nicht, was mir die Stempel bringen, aber sie sind da. So, hier kann ich rüberlaufen. Okay, hier brauche ich wieder Mr. Itzy Bitsy. Spider-Man. Und jetzt bin ich hier irgendwo. Also hier. Ja. Wow, der ist ein bisschen schneller. Nur ein bisschen. Wo ist der letzte? Da sind die letzten beiden. Danke. Neuspawn ist einfacher, dann schießt er schneller. Weil bis er sich wieder platziert hat und alles, das dauert ja ewig. So. Zack, zack. Danke. Warum nur Trauben?
Oh. Okay, mit dem werde ich nichts erreichen. Oh, da ist noch einer. Mini-Moldorm. Trippelt auf zahllosen Beinchen in chaotisch anmutender Weise in den Bergen umher. Wow. Ah, ja. Okay, nehmen wir. Ein Kristall der Stärke. Wo bin ich gerade? Hier bin ich. Da geht's weiter nach links. Hier könnte unter jedem Stein was drunter sein. Deswegen muss ich einmal jeden Stein hier einmal bewegen. Eben kann ich den nicht, ne? Nein, gut. Ja gut, das kann ich dann einfach... Ach. Das schreit doch danach, dass hier irgendwas Böses ist. Ich will es erstmal erkunden. Ich darf da gar nicht runter. Also ich darf hier runter, aber nicht da runter. Ah, dann nehmen wir mal den Octorok. Ihr habt mir schon geschrieben, ich benötige das. Also insofern alles gut. Feuer! Aber ist jetzt sonst nichts Besonderes? Ernsthaft? So ein Bereich und dann ist da nichts Besonderes? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Ernsthaft? Da ist gar nichts? Ob wir nochmal was finden, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschö, tschö.